Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Stream von Skyrim. Ja, im letzten Stream haben wir uns noch eine Wahnsinnsrüstung geschmiedet, die halt für zwei Hände ist und auch und den Krieg auch angefangen. Dadurch mussten wir halt gegen unseren ersten Drachen kämpfen. Und ihr seid jemand, der für ergibt. Ich habe hier einige gute Stücke. Wir haben 6 Uhr abends. Jep. Ihr etwas sucht. Drin gibt es noch mehr. Ich sage nicht, dass ich der beste Spieler. Oh ja. Mädel. So, die Drachenknochen und Drachenschuppen. Diese Ehre gebührt Eol und Graumähne. Sein Stahl ist legendär. Ich will nur eine faire Chance. Kennt ihr? Werft einen Blick darauf. Oh, Mann. Axt von Weißlauf. Kreaturen und Personen bis... Tschüss. Boah. Na komm, wie viel krieg ich? 4000. Bekleidung doch. Das weg. Die Nordrüstung. Der weg. Dann nochmal die weg. Die weg. 1,6 hatte die ja. Okay, 900. Schriftrollen. Alles klar. Eigentlich habe ich dann auch alles Bücher. So. Zwei. So. Katjas Hinweise, Alvaras, ach so, der Brief, Schlammkrabbe, ja. Drinnen reinzuschauen. So, es hat keiner die Quest, noch eine weitere Quest eröffnet, also war das etwas sinnlos. Er ist ein echter Nord. Er wird es sich schon noch überlegen. Seid euch da nicht so sicher. Und was soll ich eurer Meinung nach... Ja? Fasst euch kurz. Tatsächlich? Ich hatte mich schon gefragt, wann er sich dazu aufraffen würde. Oh, was ist das? Ah, tapfer, eine solche Botschaft zu überbringen. Wie schade, dass ihr euch die falsche Seite ausgesucht habt. Ihr könnt diese Axt dem Mann zurückbringen, der sie geschickt hat. Und richtet ihm aus, er könne sich auf Besucher einstellen. Ich erwarte in nächster Zukunft einige Aufregung in der Stadt Weißlauf. Passt auf euch auf. Wenn er nicht für uns ist, ist er gegen uns.
Okay. Also Weißlauf versucht immer neutral zu bleiben, egal auf welcher Seite man Kopf des großen Kampfgeborenen Schlachtes. Ja, schön. Ich hoffe, euer kampfgeborener Clan stirbt im Krieg. Der Jarl hat mich zu eurem Huskarl ernannt. Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen. Ja, ich hab jetzt aber keine Verzeihung, ich habe. Nehmt euch einen Moment Zeit, um zu atmen. Ihr habt die Axt zurückgebracht. Ich wusste, dass dies seine Antwort sein würde. Gleich nach eurer Abreise habe ich General Tullius benachrichtigt, der so freundlich war, uns einige seiner Truppen und Legat Scipius hier zur Verfügung zu stellen. Soll Ulfric doch versuchen, an unseren vereinten Streitkräften vorbeizukommen. Ich überstelle euch wieder der Armee. Legat Scipius wird Verwendung für euch haben. Mögen die Götter uns beistehen. Wenn ihr mich jetzt entschuldigen würdet, atmen! Ich habe eine Stadt zu führen. Die Außenmauern sind solide. Wenn wir es schaffen, sie dort aufzuhalten. Und zwar in Vollbesetzung. Geht hinunter an die Front. Das ist der entscheidende Augenblick. Wir müssen die Stadt halten. Redet. Bewegung! Wir müssen uns wirklich über die Sicherheit hier in Drachenfeste unterhalten. Okay. Okay. Ah. Wenn Feinde in der Nähe sind. Oh ja. Ich sehe schon. Die Sturmwände werden jeden Augenblick hier sein. Schnell. Oh Mann. Nicht Bo. Bogen hatte ich nur, weil ich so schwer überladen bin. So. Auf geht's nach draußen. So. Hast du einen Sturmmantel? Nein. Okay. Ich metz alles nieder, was mir vor die Klinge läuft. Jetzt geht es ums Ganze, Männer. Für das Kaiserreich und für die Armee. So. So. Verteidige die Barrikaden. Okay. Da! Prozent. Hey, du brauchst deine Waffe nicht zu ziehen. Hallo Leute. Zweihänder. Ja. Ah.
Ihr habt gewonnen. Ich ergebe mich. So. Hier kenne Freund und Feind nicht so gut, also muck ich halt alles ab. Hey! Bevor du deine Waffe gezogen hast. So. 33%. Schlappschwänzen, Leute, ich spiele auf legendär, habe keine. Okay. Wenn ihr so wollt. Das ist einhändig, zweihändig. Kriegshaltung. Angriffe, Kriegshämmer, nein, mit zwei Hand, tiefe Wunden und einmal so ein bisschen. Sechs. Sie sind auf der Mauer da oben. Schon wieder. Legendäre Sturmmäntel sind ja. Sind ja auch nicht mehr das, was sie mal waren. Wozu die Eile? So. Ja.
Warte. Wandensbogen, Wandensdolch. Vorsichtig! So. Hier draußen ist es nicht sicher. Geht sofort wieder in eure Häuser. Eine Barrikade mal so schnell weggeholzt. Die Wachen haben über euch gesprochen und behauptet, dass ihr ein Krankenhaus seid. So. Die Sturmmäntel sind. Ach, melde dich. Und zwar in Vollbesetzung. Geht hinunter an die Front. Ach. Ich muss mich bei General Tullius melden. Ich habe mich komplett vertan. Okay. Ja, stimmt ja. Wartet, ich kenne euch. Ja, schön. Ob ihr mich. Roberta haben das. Ach, ein Blut, ja, schön. Durch unseren Sieg über Ulfric bei Weißlauf haben wir die Loyalität des Jarl gefestigt. Vielleicht verlieren die Sturmmäntel bald endgültig den Mut für ihre kleine Rebellion. Ich befördere euch zum Quästor. Nehmt diese Klinge. Ein Symbol für eure neue Position und Verantwortung. Ich werde eure Karriere im Auge behalten. Das Kaiserreich belohnt außergewöhnliche Leistungen. Und so halte ich das auch. Es wäre eine Verschwendung, euch als normalen Soldaten einzusetzen. Ich habe spezielle Pläne für euch. So nützt ihr mir mehr und seid flexibler einsetzbar. Begebt euch zu unserem versteckten Militärlager in Pale. Ricker hat wichtige Aufgaben für euch und braucht eure Hilfe bei unserer Rückeroberung der Hauptstadt. Für das Kaiserreich. So. Was könnte das zu bedeuten haben? Die Rücke. Drachenblut? So. Oh Mist, da war ich noch nicht. Okay, dann darf ich da jetzt hin. Das geht euch nichts an, Freund. Talos möge euch leiden. Geht weiter. Eigentlich. Mach ich da mal was? Waffe? Ja. Ich hab zwar meine Einhänder nicht dabei. Aber. Ihr habt hier keine. Geht doch. So schwäche ich schon mal. So, das wollen wir doch mal sehen, ob ihr es wirklich schafft. So,
Die Truppen sind auch schon mal dezimiert. Fahren ja eh Feinde, also von daher. Hallo Ziege. Die Ziegenhörner braucht man nur fürs Eigenheim. Und somit habe ich mir schon mal Sehensteine noch gefüllt. Deswegen halt auch gerade die Aktion mit dem kleinen Sehen durch. Bleibt wachsam. Man kann nie wissen, wann diese Dreckskerle von Sturmwind angreifen. Habt ihr eine... Ihr müsst dem Kommandanten der Sturm... Aber zuerst... Die Gast... Versucht... Egal... Aber tut... Entschuldigung. Soldat, könnt ihr das für mich tun? Gut. Viel Erfolg, Soldat. Finde die Sturmmente. Okay. Dann wird jetzt mal ein bisschen Was wollt ihr? Seht ihr hier noch irgendwelche anderen Tavernen? Wo soll ich denn sonst zum Trinken hingehen? Ah, hallo, Reisender. Meine Kunden schätzen ihre Privatsphäre. Wirklich? Das ist mal was anderes. Er war gerade noch hier. Wenn ihr euch beeilt, erwischt ihr ihn noch. Oder ihr wartet einfach hier. Er wird bald wieder zurück sein. Wenn ihr irgendetwas braucht, dann ruft ihr ein Zimmer. Oder vielleicht nur ein bisschen Met. Hier, seht euch das an. Ein paar Männer des Jarl sind vorbeigekommen und haben diesen Beutebrief zurückgelassen. Er war gerade... Oder ihr wartet einfach hier. Habe schon genug. Wenn ihr euch unbedingt zum Trottel machen wollt, solltet ihr die Akademie von Winterfeste aufsuchen. Okay. Auf geht's. Okay, jetzt zum Kurier. Das. Das wird. Eine schnelle Jagd. Läuft er? Ich bin schneller mit dem Pferd. Ja, wenn mein Pferd mal rennen würde. Komm.
Ey. Keine Zeit für Schwätzchen. Geht mir aus dem Weg. Ich bin nicht hier, um zu reden. Ich bin wegen der... Das werden wir schon sehen. Ja, werden wir. So. Das war ja einfacher Kill. Ich hätte ihn nicht ansprechen sollen. Einfach ein Pfeil. Hätte auch gereicht. Sehr gut. Dann sehen wir mal, was ihr da habt. Interessant. Sie wissen mehr über unsere Pläne, als ich vermutet hatte. Scheinbar braucht Festung Dunstadt Verstärkung. Wir werden dafür sorgen, dass sie die ganz sicher nicht bekommt. Moment, ich korrigiere diese Dokumente kurz. So, das sollte reichen. Sorgt dafür, dass diese gefälschten Dokumente den Kommandanten der Sturmmäntel in Dämmerstern erreichen. Das wird ihn verwirren und uns ein wenig Luft verschaffen. Okay. Ab nach Dämmerstern. So. Okay. Okay. Ich glaube, ihr habt euch wohl verlaufen, Freund. Ich habe einen wichtigen... Tatsächlich? Ich erkenne euch nicht. Warum tragt ihr nicht die Uniform der Sturmmäntel? Ich habe für das hier abgeklärt. Es ist jetzt leichter, sich als Feind... Das ist wohl richtig. Gute Idee. Also gut, mal sehen. Gut, offenbar ist die Verstärkung für die Festung unterwegs. Und wir haben auch Informationen über feindliche Truppenbewegungen. Ausgezeichnet. Es ist nicht einfach, Botschaften zu überbringen, wo es in der Gegend doch nur so von kaiserlichen Kundschaftern wimmelt. Gut gemacht. Wieso genehmigt ihr euch nicht einen Schluck im windigen Gipfel, ehe ihr euch auf den Rückweg macht? Oh Mann. Es war jetzt so einfach. Ich hätte gedacht, ich muss ihm die Papiere zustecken. Nö, einfach. Gute Arbeit. Ich wusste, dass ich mich in euch nicht getäuscht habe. Was haltet ihr von all dem? Euer Ziel ist Festung Dunstadt. Trefft euch mit den Soldaten, die... Nun, Soldat, seid ihr der Aufgabe gewachsen? Ich wusste, dass ich auf euch zählen kann, Soldat. So. Festung da. Na komm, Waffen. Zweihand. Sind da schon. So. Erobere die Festung. Okay. Tschüss. Tschüss. Ach, süß. So. Die gehören ja auch zur Festung. Okay, die Hitbox. Mehr hat sie nicht drauf.
Ach, da ist er. Ja, das war gar nichts. Wisst ihr, was eure Schüsse machen, wenn nichts aus? So. Zweihand muss aber auch gelernt sein. Ach ja, ich kann sie ja auch noch runterbrüllen. Hab ja komplett vergessen, dass ich ja Fuß habe ich ja. Oh, mit Wund ist zu rechnen. Vor allem wenn man... Ich kann euch nicht. So. So. Und der nächste. Noch 32%. Ah, der macht noch gar nichts. Ja, mach ich ja schon. Leute, 27%. Ihr könnt mir nichts, immer noch. Oh. 5%. Okay. Ah.
So, der. So. Komm. Oh, genau durch die Beine. So. Ach, schade. Nur. Ich kann nicht warten. Jetzt kann ich. Melde mich bei General Tullios. Wieso wird mir dann ein Feind angezeigt? Okay. Es könnte ein Drache gewesen sein. Durch die Einnahme von Pale bekommen wir einen weiteren Hafen in Dämmerstern und wir sind in Reichweite von Windhelm. Das sollte Ulfric etwas vorsichtiger machen, nicht wahr? Schlachten werden von gut ausgebildeten und disziplinierten Männern gewonnen. Kriege werden von talentierten und außergewöhnlichen Personen gewonnen. Ich befördere euch zum Präfekt. Nehmt diese Klinge als Geschenk und Symbol eures neuen Rangs. Ihr habt sie euch verdient. Begebt euch zu unserem Lager in Rift. Wir haben ein paar Überraschungen. Mögen die Götter mit euch sein. Alles klar, auf nach Rifton. Ich bei den Göttern, dann ist es wahr. Ein Drache. Ja, das habe ich ja schon entdeckt. Oh Mann. Ah. Jetzt muss ich aufpassen. Habt ihr eine... Für euch geht es Richtung Rifton. Meine Spione melden, dass der Vogt des Jarl, Anuriel, Abmachungen mit der Diebesgilde getroffen hat. Es wäre sehr peinlich für ihn, wenn die Öffentlichkeit davon Wind bekäme. Ihr müsst Beweise für ihre korrupten Machenschaften finden und sie verwenden, um sie zur Mitarbeit zu überreden. Hierfür müsst ihr verdeckt vorgehen. Die Wachen des Jarl sehen es nicht gern, wenn Fremde die Privatgemächer des Vogts durchwühlen. Ich weiß aber nicht, was ich... Gut. Auf euch kann ich immer zählen, nicht wahr? Okay. Auf zum... Aber... Der Chef der Diebesgilde bin ich ja schon. Deswegen müsste ich eigentlich keine... Wartet, ich kenne euch doch. Oh. Halt. Willkommen in der Festung Nebelschleier. Ihr seid vermutlich hier, um mich zu erpressen. Habe ich recht? Nun, was wollt ihr? Ist die Rebellion selbst bei Ihnen? Wenn ich den Brief... Das würde mich ruinieren. Ich habe mir hier etwas aufgebaut. Auch die Jarl profitiert von meinen kreativen Abmachungen, obwohl sie das niemals zugeben könnte. Layla ist eine einfache und konservative Frau. Sie ist dadurch leicht zu manipulieren. Doch wenn ihr sie beleidigt, werdet ihr ihre Gunst niemals zurückgewinnen. Bitte, können wir uns nicht irgendwie einigen?
An welches Abkommen habt ihr die Rebellen kriegt es ganz gut selbst hin zu zerstören? Soldaten, die Botengänge erledigen? Aha, ihr seid also ein Spion der Kaiserlichen. Interessant. Ich habe nicht besonders viel für die Sturmmäntel übrig. Und dasselbe gilt auch für das Kaiserreich. Euer Krieg macht es einer findigen Frau nicht leicht, ihre Interessen zu verfolgen. Vielleicht finden wir ja eine Möglichkeit, wie wir beide von dieser unglücklichen Entdeckung profitieren können. Was, wenn ich euch von einer großen Gold- und Waffenlieferung erzählen würde? Ich höre. Ich bin doch nicht dumm. Ihr erfahrt, was ihr wissen müsst, wenn wir uns geeinigt haben. Von wie viel reden wir? Genug, um im Krieg einen entscheidenden Unterschied zu machen. Und wenn jetzt mit für mich? Nun, ich... Mir bleibt wohl kaum etwas anderes übrig, nicht wahr? Also gut, ich hoffe, ein fetter Geldbeutel voller Septime wird reichen. Sie bringen sie mit dem Wagen nach Windhelm. Wenn ihr euch beeilt, holt ihr sie noch ein. Die Karawane kommt sicher nur langsam voran. Die Lieferung ist ziemlich schwer und wird von vielen Männern bewacht. Und jetzt lasst uns so tun, als hätte dieses Gespräch nie stattgefunden. Der Jarl hat ein Kopfgeld auf einige Banditen ausgesetzt. Dieses Dokument enthält weitere Einzelheiten. Ihr seid in Riftern willkommen, solange ihr unsere Gesetze befolgt. Dann bin ich ja da auch nicht wirklich. Ich kenne euch doch. Hatten wir einen Termin? Nein. Oh Mann. Bitte verzeiht meine Unordnung, aber ich stecke mitten in einer Dahin. Nach Windhelm. Die Rebellen vergessen gern, dass es das Kaiserreich ist. Okay. Habt ihr eine erstklassige Arbeit. Ich wusste, dass ihr mir etwas Brauchbares bringt. Zufälligerweise habe ich einige Kundschafter entlang der Straße. Trefft euch mit ihnen und versucht gemeinsam die Karawane zu überwältigen. Ich hasse Bogenschützen. Ja, ich weiß, was ihr meint. Okay. Mit Pferd ist man schneller. Wie hat ich hatte gehört, ihr wäret tot. Ich weiß, das sagen alle. Wenn wir Länder besuchen, die Welt sehen. So. Aber in meinem Fall stimmt es. Na sowas, sieh mal an. Wie ist es euch ergangen? Mehr zu sehen bekommen würde, als mir lieb ist. Das höre ich gern. Das muss unbedingt gut gehen. Das ist mein erstes echtes Kommando nach meiner Beförderung nach Weißlauf. Wisst ihr, in manchen Nächten sehe ich den Kampf mit geschlossenen Augen vor mir toben, als wäre ich immer noch dort. Werdet ihr von den Männern heimgesucht, die ihr getötet habt? Ich ja. Nur wenn die Tiere töten, vollkommen. Ich weiß von einer feindlichen. Tatsächlich? Wie es der Zufall will, verfolgen wir einen Wagen. Schon etwa einen Tag lang. Das also ist da drin. Münzen und Waffen. Woher wisst ihr das? Das
Na schön, behaltet eure Geheimnisse. Ich verstehe schon. Dieser Wagen hatte vor kurzem einen kleinen Unfall. Jetzt ist er liegen geblieben, direkt vor uns auf der Straße. Wir sind in der Minderheit, aber ihr seid gerade noch rechtzeitig gekommen. Wir schalten erst ihren Wach, dann mit etwas Glück überrumpeln wir sie damit und gleichen... Gut. Auf dem Hügel patrouilliert ein Wachposten. Wir schleichen uns an und erledigen ihn mit einem gebündelten Pfeilhagel. Bleibt in Deckung und feuert auf meinen Befehl. Nö. Ich mach das anders, Leute. So. Ein Seelenstein ist groß genug, dann darf ich jetzt. Solange ihr noch könnt. Also. So. Wo ist der Typ da? Wir bilden ein gutes Team. Ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal zu Hause war. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie ein richtiges Bett aussieht und erst recht nicht, wie es sich anfühlt. So. Das war der Abschluss. Dieser Quest. Oh. Bald zerschneide ich die Dinger. Wie hat es euch hierher verschlagen? Ich habe mich gemeldet, weil ich einfach nicht... Gute Arbeit. Ein paar Leute mit einem Wagen werden die Beute holen. Die Waffen können wir hier gebrauchen. Das Gold reiche ich an Einsamkeit weiter. Euer Ziel ist Festung Grünwall. Trefft euch mit den Soldaten. Nun, Soldat, seid ihr... Ich wusste, dass ich auf euch zählen kann, Soldat. Okay. Ab. Festung Grünwall. Da ist mal wieder Offnack. So. Weg. 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 Oh Mann. Leute.
doch nur. So. Die nächsten. Der nächste. Der nächste. Hey, die kippen ja um wie die Fliegen. So. So, der nächste bitte. Euer Pfeilenhagel. Tötet mich. Abwärts. Ja. Der Partner steht auch nur rum. Ja, die haben ihn wenigstens mal für einen Schlag protected. Aber bevor ihr mich töten, habt ihr noch eine ganz schön Menge vor euch. Der nächste sind nur noch 5%. Was ihr mir an Schaden. So. Mitten Krieg ist zwei Herren. Ja, super. Warte mal. Der macht mir einen auf. Ich laufe. Und lass mich abschießen. Oh Mann. Okay. Ab zum General wieder. Dass es so schnell geht. Wie ihr. Anscheinend haben die Kaiserlichen ständig Bedarf für alles Mögliche.
Aber womit kann ich euch dienen? Wartet! Ich kenne euch doch, ja. Ich frage mich, was ein Drachenblut anfängt, wenn die Grauwerte es erst einmal zu sich gerufen haben. Es war ein großer Erfolg, die Kontrolle über... Ihr werdet in Winterfeste gebraucht. Meldet euch dort bei unserem versteckten Militärlager. Für das Kaiserreich. So. Damit ist auch... Leichte Rüstungen ermöglichen leichtfüßige Bewegungen. Klug. Na, klasse. Dann einmal dahin. Och, nee. Oh. Ich hab schon Bogen ausgerüstet. Leute. Warte mal. Waffen. Okay. Da kommt gleich noch jemand. Na klasse. Exil der Gesundheit. Essenz. So, das war wieder für Regeneration. Der ewige, nein. So. Oh. Der Eisteufel lebt noch. Okay. Ich musste jetzt schon mich heilen bei den Eistrollen. Ich versucht habe, sie mitten durch zu töten. So. Der General, euer Ziel, die Rebellen. Ich habe. Die werden nicht mit einem. Das wird nicht einfach, aber deswegen schicke ich ja euch. Denkt ihr, viel Glück da draußen. Okay. Ach du Schette, wo bin ich? Okay. Das wird nicht einfach, darum schicke ich euch. Oh Mann. So nach dem Motto, wir wissen nicht, was wir tun. Wir brauchen halt noch fähigere. So ungefähr. Ach du Shit. Eine Zwergenruine. Na. Klasse. Soll ich gleich zur Zwergenruine oder wie? Meine Ausdauer reicht ganz schön lange. Och nö. Na komm. Ja, hallo Drache.
Also hat wirklich mit dem Tod des ersten Drachen die Drachen jetzt schon auf den Plan gerufen. Ich würde ganz gerne jetzt Ruine entdecken. Ist das wieder? Nein. Das ist mal was anderes. Okay. Hätte ich schon was Näheres. Ich muss die Höhle nehmen, weil noch näher komme ich nicht. Hallo Eistroll. So. Wenn ich Eistrolle killen muss, wenn die mich angreifen. Ihr da, Reisender, hier drüben. Das ist nackt. Hallo, Mann. Deswegen habe ich das Schwert mit Feuer verzaubert. Oh. Hallo, Eistroll. Zaubertränke, Krankheitsheilung. Oh Mann, Vampire. Oh, schon. Schafft ihr euch nicht mal gegen ein Eistroll? Wie schlecht seid ihr denn? Hallo, könnt ihr das glauben? Hier ist es so kalt, dass unser Atem zu Eis gefriert. Was tun wir hier oben überhaupt? Ich vermute, Tullius will sicher gehen, dass alles in Ordnung ist, bevor er ernsthaft gegen Ostmarsch vorgeht. Jedenfalls bin ich froh, dass ihr da seid. Wir sind wieder in der Minderheit, sogar noch mehr als damals, als wir den Wagen übernommen haben. Aber zusammen können wir es schaffen. Es gibt ein Gitter vor der Mauer. Es sieht aus, als wäre es von Schnee begraben gewesen. Vermutlich wissen sie nicht, dass es dort ist. So wie es aussieht, geht es dort sicher geradewegs ins Gefängnis. Ihr müsst dort hineinschleichen, unsere Männer befreien und alle anderen darin töten. Sobald die Gefangenen gerettet sind, geht hinaus auf den Hof. Wir stehen hier draußen Wache. Sobald wir Kampfgeräusche hören, kommen wir hereingestürmt. Talos schütze euch. Ich kann es fast schon schmecken. Ihr seid noch am Leben? Ich glaube, Ricke kennt nicht einmal meinen Namen. Wahrscheinlich, weil ich nicht das Drachenblut bin. Oh Mann. Entweder gehe ich offensiv vor
Oder ich mach's anders. Waffe. Der Wachposten hat den Schlüssel. Oh Mann. Dann ist es halt mal wieder eine Zeit. Wer ist diesen Dreckskerl? Ich brauche keinen Schlüssel. Ich bin der Schlüsseldienst. Zu guter Letzt, nichts wie weg hier. So. Jetzt darf ich natürlich wieder meinen zwei Hände ausrüsten. Für den Kaiser. Ihr habt gewonnen. Nur ein Kratzer. Drei erledigen. Okay. Genug. Oh Mann. Thank you.
da. Erstatte ihm Bericht. Kriegt er. Huff, ich freue mich, dass ihr hier seid. Melde dich bei. Zeus. Für euch, falls ihr interessiert seid. Hey, aufpassen! Oh Mann. So. Jetzt, da wir Winterfeste eingenommen haben, kann ich dort einige Truppen stationieren, bis ich bereit bin, gen Windhelm zu marschieren. Ich verlasse mich mittlerweile sehr auf euch. Da ist es nur logisch, dass ihr in die höheren Offiziersränge aufsteigt. Hiermit befördere ich euch zum Legat. Im Namen des Kaiserreichs und in meinem eigenen Namen, bitte nehmt dieses Geschenk und euren neuen Rang an. Meinen Glückwunsch. Ihr habt nicht viel Zeit, euch in euren Leistungen zu sonnen. Wir sammeln uns für unseren letzten Angriff auf Windhelm. Meldet euch bei unserem Lager in Ostmarsch. Wartet, ich kenne euch doch. Oh Mann. Missachtet das Gesetz und ihr missachtet mich. Der Ostmarsch. So. Habt ihr eine Euer Ziel ist die feindliche Trefft euch mit. Nun, Soldat. Seid. Ich wusste, dass ich auf euch zählen kann, Soldat. Okay. Oh, schon wieder eine Festung einnehmen. Das wird ja. Wo bin ich denn gespawnt? Auch beim verlassenen Gefängnis. Die Augen offen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis es weiteren Ärger gibt. Vorsichtig! Was soll jetzt gemacht werden? Erobere die Festung. Genug von euch. Oh Mann. Mann, mit dem Kriegs...
Hammer. Mann, der war schon auf dem... Brauche ich auch mal Ausdauer. Mögen euch die Götter verdammen. Ich. Schön verbrannt. Greif ruhig. Nur noch die Hälfte ist schon überstanden. Zweihändig bald auf 60. Okay.
So, kehre zur Ostmark zurück. Okay, damit ist... Wir nehmen die Stadt ein. Trefft euch mit den Soldaten, die sich zum Angriff sammeln. Bewegung! Ja... Das ist ja... Jetzt wird's ja richtig easy. Kurz in die Stadt einfallen. Verstecken. Aber wir werden uns hineinkämpfen und ihn aus den Trümmern herausziehen, um ihn zur Rechenschaft zu ziehen. Da dies der letzte Kampf der Sturmmäntel ist, werden sie bis zum letzten Atemzug kämpfen. Sie werden unerbittlich und gerissen sein. Aber sie sind euch Soldaten nicht gewachsen. Ihr seid die besten und mutigsten Krieger in Tamriel. Berufssoldaten, furchtlos und zerstörerisch! Der Kaiser wird die heutigen Ereignisse aufmerksam verfolgen. Wer sich hier positiv hervortut, wird großzügig belohnt werden. Alles bereit machen! Hier hinterher! Für das Kaiserreich! Für die Armee! Okay, jetzt kann ich da endlich rein. Für den Kaiser! Ja, dein Zweihänder ist nicht so gut wie meiner. Okay, das heißt... ja, ich kenne mich nicht in Windhelm so gut aus. Das heißt... da kann man auch nicht rüber. Also muss man das dann über den... Mag dann machen. Okay. Dann hier lang. Ja, wie schnell willst du das beenden? Wenn du schon auf dem Boden liegst. Ja. Ja. Werde den Boden mit eurem Blut tränken. Das will ich sehen. Zweihänder ist noch nicht auf 60. Alter. Das war schon alles, wirklich? Zweihänder 60. Ach so, die spawnen ja unendlich. So.
Hallo. Bereits geschehen. Ulfric Sturmmantel. Ihr seid des Aufstandes, des Mordes an Bürgern des Kaiserreichs, der Ermordung von König Torek und des Hochverrats gegen das Kaiserreich für schuldig befunden. Es ist vorbei. Nicht, solange ich noch lebe. Trete zur Seite, Galmar. Wir sind hier, um Ulfrics Kapitulation entgegenzunehmen. Ich werde Himmelsrand niemals in die Hand eines korrupten und sterbenden Kaiserreiches legen. Himmelsrand gehört euch nicht, Ulf. Nein, aber ich gehöre ihm. Genug! Ihr seid Verräter und werdet auch wie Verräter sterben. Ergebt euch und werdet öffentlich exekutiert oder tretet vor und werdet hier und jetzt durch meine Hand gerichtet. Und du wollt ein Krieger sein. Nun, Ulfric, diesmal könnt ihr mir nicht entkommen. Ich werde. Das ist eine einzigartige Kleidung. Richtig. Woher seid ihr gekommen? Die Aufgabe dem Drachenblut. Daraus lässt sich ein besseres Lied dichten. Ich will die Sache über die Bühne bringen und keinen Schönheitspreis gewinnen. Nun, ich bin selbst noch nicht damit fertig. So. Ulfric. Sei mit euch. Was war das, Legat? Oh, und Legat. Nun, die Männer erwarten bestimmt eine Rede. Und wir müssen die Stadt diesem Freiwinter-Typ übergeben. Brunwulf. Ja, ich habe Männer geschickt, die ihn beschützen und hierher bringen sollen. Windhelm wird unverzüglich eine Regierung brauchen, wenn wir weitere Gewalt verhindern wollen. Die Armee wird für einige Zeit hierbleiben. Ich gehe nicht davon aus, dass es hier zu weiteren Gewalttätigkeiten kommt. Hm? So. Nein. Ich schätze, Himmelsrand wird für viele Jahre mein Zuhause sein. Ich kann zwar nicht gerade sagen, dass ich mich an diese verdammte Kälte gewöhnt hätte oder diese Nord verstehe, aber ich respektiere sie. Die Rauheit Himmelsrands nagt an einem, bis nur noch das wahre Ich übrig bleibt. Ulfric ist tot und seine Armee zerschlagen. Ich könnte von euch kaum mehr verlangen. Aber ich glaube, die Götter könnten mit euch noch andere Pläne haben. Allerdings sorgen noch immer Sturmmäntel-Anhänger von versteckten Militärlagern in den Bergen für Unruhe. Solltet ihr ihnen begegnen, tötet sie. Mit etwas Glück wird sie bald der Mut verlassen und sie kehren zu ihren Familien zurück. Wenn nicht, sind wir gezwungen, sie auszuräuchern. Die entschlossensten der restlichen Rebellen werden uns weiterhin zusetzen. Aber alles in allem wollen die Leute hier Frieden. Worüber ich mir allerdings nicht so sicher bin, ist der Frieden, den wir mit den Talmor geschlossen haben. Aber das bleibt unter uns. In Ordnung? Hm? Weitermachen. So. Okay. Seinen Soldaten. Ja!
Ich hasse es, Reden zu halten. War gar nicht so schlimm. Ich hoffe, wir haben nicht soeben einen Märtyrer erschaffen. Es wird garantiert Widerstand geben. In den Hügeln befinden sich zahlreiche Lager der Sturmmäntel. Sie werden zweifelsohne zuschlagen, wann immer und wo immer sie können. Aber wenn Ulfric sie nicht mehr aufstachelt, werden sie früher oder später aufhören und nach Hause zurückkehren. Ich hoffe, ihr habt recht, Legat. In Zwischenzeit. So. Sprech mit den Graubärten. Ja, mache ich die Quest. Ist jetzt Anfang der Hauptquest. Und ja. Wodka ist jetzt offen. Sieh an, ein Drachenblut erscheint. Gerade jetzt, am Wendepunkt des Zeitalters. Wir werden sehen, ob ihr wirklich über die Gabe verfügt. Zeigt es uns, Drachenblut. Gönnt uns einen Vorgeschmack eurer Stimme. Boom! Ich bin Meister Arngeier. Ich spreche für die Graubärte. Sagt mir also, Drachenblut, was führt euch hierher? Wir sind die Graubärte. Wir folgen dem Weg der Stimme. Ihr steht in Hochrodka am Hang des heiligen Berges von Kynaret. Hier kommunizieren wir mit der Stimme des Himmels und versuchen, ein Gleichgewicht zwischen unserem inneren und äußeren Ich herzustellen. Wir sind hier, um euch bei diesem Anliegen zu helfen, so wie die Graubärte jedem Drachenblut geholfen haben, das vor euch kam. Ihr seid nicht das Erste. Es hat viele gegeben, seit Akatosh die Gabe zum ersten Mal den Sterblichen verlieh. Ob ihr das einzige Drachenblut dieses Zeitalters seid, das entzieht sich unserem Wissen. Ihr seid das Einzige, das sich bisher zu erkennen gegeben hat. Mehr kann ich nicht sagen. Wir sind geehrt, ein Drachenblut in Hochrodka begrüßen zu dürfen. Wir werden unser Möglichstes tun, euch den Einsatz eurer Gabe zu lehren, um damit euer Schicksal zu erfüllen. Das müsst ihr selbst herausfinden. Wir können euch den Weg zeigen, nicht aber euer Ziel. Ihr habt bereits bewiesen, dass ihr ein Drachenblut seid. Ihr verfügt über die angeborene Gabe. Aber habt ihr auch die Disziplin und das Temperament, eurem Weg zu folgen? Das wird sich erst noch herausstellen. Ihr habt ohne Ausbildung bereits die ersten Schritte hin zum Bündeln eurer Stimme als Tuum, als Schrei, unternommen. Jetzt werden wir sehen, ob ihr bereit und fähig seid zu lernen. Wenn ihr einen Schrei nutzt, sprecht ihr in der Sprache der Drachen. Daher gibt euch euer Drachenblut einen angeborenen Vorteil beim Lernen der Worte der Macht. Alle Schreie bestehen aus drei Wörtern der Macht. Mit jedem Wort, das ihr meistert, wird der Schrei stärker. Meister Einhard wird euch nun Roh. Ich bin gleich wieder da. Das zweite Wort von unerbittlicher Macht. Roh bedeutet in der Drachensprache Gleichgewicht. Kombiniert es mit Wus, Kraft, um euren Tum stärker zu bündeln.
Da bin ich dann auch wieder zurück. Und ja. Ihr lernt neue Wörter wie ein Meister. Ihr seid wahrlich mit der Gabe gesegnet. Aber das Lernen eines Wortes der Macht ist nur der erste Schritt. Ihr müsst seine Bedeutung durch ständiges Üben entschlüsseln, um es in einem Schrei nutzen zu können. Nun, so lernt der Rest von uns Schreier. Als Drachenblut könnt ihr die Lebenskraft sowie das Wissen eines getöteten Drachen direkt aufnehmen. Als Teil eurer Einführung wird Meister Einhard euch an seinem Verständnis von Bro teilhaben lassen. Jetzt zeigt uns, wie schnell ihr euren neuen Nutzt euren Schrei der unerbittliche Macht, um die Ziele zu treffen, sobald sie erscheinen. Ich Rostbrot! Gut gemacht. Wieder einmal. Ich Rostbrot! Großes Potenzial, Drachenblut. Eure nächste Prüfung findet im Hof statt. Folgt Meister Bori. Ja. Oh, Mann. Da nehme ich die andere Tür. So. Bereits mit dem Lernen des Schreis Wirbelwindsprint begonnen. Meister Bori wird euch die ersten Wörter eines neuen Schreis geben. Meister Bori wird euch Raserei beibringen, das zweite Wort von Wirbelwind springt. No. Ihr müsst das Wort tief in euch selbst hören, bevor ihr es zum Tun bündeln könnt. Geht zu Meister Bo. Er wird sein Wissen über Huld mit euch teilen. Jetzt werden wir sehen, wie schnell ihr ein neues Wort meistern könnt. Schrei. Wirbelwind. Meister Wulfgar wird euch den Wirbelwindsprung vorführen. Anschließend seid ihr dran. Meister Bori? Wex! Jetzt seid ihr dran. Stellt euch neben mich. Meister Bori wird das Tor. Durchquert es mit eurem Wirbelwindsprint, bevor es sich wieder schließt. Wex!
Es ist erstaunlich, wie schnell ihr einen neuen Tum erlernt habt. Bisher kannte ich die Fähigkeiten eines Drachenblutes nur aus Geschichten. Nein, wahrlich nicht. Aber ihr solltet euch davor hüten, eure Fähigkeiten stärker als eure Weisheit wachsen zu lassen. Ihr seid jetzt bereit für eure letzte Prüfung. Holt das Horn von Jürgen Windrufer, unserem Gründer, aus einem Grab im uralten Gotteshaus von Ustengraf. Bleibt dem Weg der Stimme treu, dann werdet ihr wiederkehren. Okay. Ja, dann war ich auch schon drin. Und... Och nee. Ihr könnt euch vor mir nicht verstecken. Verlaufen ausgesucht. Ihr könnt euch vor... Ich wusste doch, dass ich euch finde. Hier drüben. Ihr könnt euch... So... Oh Mann. Totenbeschwörer. Das war ja wirklich mal ganz easy, die wegzusnacken. Okay. Geben einfach auf. Bitte, bring mich. Bandit. Einfach mal. Oh, Seelenspalter, das ist netter. Ist da jemand? Ja. Oh, Drauge Todesfürst, na. Klasse. Hängermoos. Jetzt muss ich mit einem Zweihänder. Und Dedrisch mag ich immer noch im da, okay, der hat nur... Ach.
Hey. Zaubertränke, Krankheit. Dass die mal aufgebraucht werden. Da. Immer zwei Hände, na klasse. Oh. Ich bin 14 Punkte zu überladen. Zaubertränke. Reicht ein kleiner Trank. Ich muss ja erst noch mal verkaufen. Okay. Weißlauf. Ihr da! Ihr werdet Drachenblut genannt? Eure Lügen, alle werden Zeuge von Fürst Mirax erscheinen werden. Keiner wird sich ihm in den Weg stellen. Hey! Zeit zu sterben! Ja! Mirax, steh mir bei! Bitte nicht die Schmieden. So. Früher war ich auch ein Abenteurer. Aber dann habe ich einen Pfeil ins Knie bekommen. Okay, er ist nun Kultist. Die Augen offen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis es weiteren Ärger gibt. Ja. Da stimme ich zu. Willkommen. Klingen, Helme, so ziemlich alles, was ihr braucht. Und was ich brauche, ist Schmiedesachen. Sechstausend. Das geht ja schnell. Tausendzweihundert. Die Kultisten-Sachen. Okay. Ja. Oh, verdammt. Egal. Es ist schön, mit euch Geschäfte zu machen. Wie schwer bin ich? Ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal zu Hause war. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie ein richtiges Bett aussieht und erst recht nicht, wie es sich anfühlt. So. Ihr seid... Werft einen Blick darauf. Bekleidung. So. Unter sonstiges.
vergesst nicht auf drinnen. Oh. Gott sei Dank kann ich mich jetzt wieder bewegen. Ja, hallo Drache. Ich hab dich schon mitgekriegt. Die Sachen. Wo hab ich den Goldbarren her? Ach, egal. So, 50 Stahl, what the fuck? Kein Wunder, dass ich so stark überladen war. Ah, ich tipp mal, ich weiß noch, was mich noch so schwer macht. Die... Ach ja, ich habe Schlammkrabben gesehen, die schlauer waren als... Mama? Ja, Mama. Orca gesehen. Mama! Ja, Mama. So, die eine habe ich auf die... auf Zimmer geschickt. Und die andere... Oh. Stimmt, ja. Die Dinger machen mich ja auch ultra. Die haben ja auch noch mal Gewicht. So. Die. Eigentlich die 17. Die 17, die weg, die weg, die 6 weg, das Palmauge kann weg, die, okay. 344. Rubin. Ach, Rezepte für... Okay. Seelenspalter. Nein, den Zauber hatte ich noch nicht drauf. Aber warum bin ich denn immer noch so schwer? Bekleidung. Da habe ich doch nichts.
Ja. Okay, jetzt. Ein legendärer Drache. Den ersten, den ich begegne. Ist natürlich gleich den stärksten Drachen, den es im Spiel gibt. Und natürlich auf der höchsten Schwierigkeit. Ja. Na, klasse. Oh, mit... Na komm. Danke. Weil dann kann ich dich... Wow. Die Dinger haben Leben. Regeneration. Zwei. Klasse. Ach so. Der legendäre Drache wird jetzt von den gegen die na komm na klasse gegen die Abgeschworenen hat er schon ziemlich alt ausgesehen. Wo kam denn das Erdbeben denn auf einmal her? Ich höre ihn. Ah, verdammt, der hat mich jetzt schon mit seinem Schrei getroffen. Äh.
Zaubertränke. Gut, dass ich Frost Feuer. Waffen. Da. Zaubertränke. Der ewigen Heilung. Heilt die Gusche. Kann man nicht da machen. Hallo legendärer Drache. Auf legendär besiegt. Also danke für alles. Und jetzt darf ich doch noch nach Hause reisen. Weil ich alles ja wieder von dem mitgenommen habe. Yep. Das oh, Bärenfell noch. Ja. So. Achso, das ist der Brief. Kierung entfernen. Oh Mann. Jetzt geht's. Da rein. Okay. Erste Mal die Klinge. Weil ich brauche Seelen. Und mit dem 15-fachen Schaden ist sogar die Klinge hoffentlich tödlich. Das sind nur Mets. Da war mein Seelenstein drinne. Die Urne leer, die Urne leer, die Urne leer. Kleine Krankheitsheilung. Leer. Oh, die Urne. Da ist etwas drin. Da ist etwas drinne. Schloss knacken. Gesundheit. Ja. Okay, es geht weiter. Oh. Hier liegen tote Banditen. Entweder durch die Drauge gekillt oder durch die Totenbeschwörer. Runter oder da lang?
Da erhebt sich ein Drauger aus dem Grab. So. Danke für deine Seele. Das so schnell erledigen, weil ich brauche halt die Seelen. Okay, dann gucke ich jetzt mal, weil hier ja schon Gegner waren. Ich glaube, unten komme ich raus, aber genau wissen tue ich es erst. Yep. Ah. Den Müll kann ich einfach in eine Leiche reintun. Ja. Und das Sonstiges. Das ist Müll. Die Krüge sind Müll. Okay. So. Jetzt kommt, danke für die Heilung, da war, und danke fürs Geld. Okay, oh, da hat wohl jemand Erbe, geehrt und wollte seinen Verwandten, seinen toten Verwandten ein bisschen Geld da lassen. Warte. Der hatte mich bemerkt. Ah, mir fehlt Lautlosigkeit. Das ist natürlich auf der anderen Rüstung. Die ist hier mehr. Oh, danke für deinen Geldtrauger. Ausgelegt auf zweihändig gegen alles gewappnet. Und Hauptsache tödlich. Okay. Ein kleiner Heiltrank, noch ein Heiltrank. So.
15-fachen Schaden. Mit diesen Klingen. Danke für deine Seele. Da sterben die Leute. Okay. Du bist eine Traumgeißel. Magie, Beschwörung. Flammendiener kriege ich nicht hin. Skelettdiener, Skelett. Spukender Geist. Wo läuft der denn hin? Skelette sind ja sowas von einfach. So. Ach du Schitte. Ja. Warte mal. Das Skelett hat mich mehr gestört. So. Ja, man musste mit dem Schrei da durch. Okay. Das kann eine Feuerfalle sein. Spinnchen. Das geht ganz schnell. Bevor mich die Spinnen bemerken, waren sie schon hinüber. Okay, sie haben nur noch die... Oh! Hallo, Große!
Oh, ich habe nicht gemerkt, dass die Große von da oben kam. Oh, bist schon wieder zurück. Die ist aus der Map gefallen. So. So. Die Holztür. Ja. Genau. So öffnet sich erstmal Geld einsammeln, alles mitnehmen und hier brauche ich jetzt keine Angst haben, dass Trauger auftauchen. Bei den Urnen. So. Ja. So. Mit ihr jetzt sprechen. Man muss aufpassen. So. Ihr seid dieser Gast. Ich betreibe die Taverne. Es ist meine Aufgabe, Fremde im Blick zu behalten. Das Zimmer unter dem Dach. Nun, wir haben kein Zimmer unter dem Dach. Aber ihr könnt das Zimmer auf der linken Seite haben. Fühlt euch wie zu Hause. Ihr also seid das Drachenblut, von dem ich schon so viel gehört habe. Ich glaube, ihr hattet das hier gesucht. Wir müssen reden. Folgt mir. Ja. Etwas Wein, bitte? Kommt sofort. Etwas Wein, bitte? Kommt sofort. Nun können wir reden. Na komm, Dave. Geh mal weiter. Jetzt. Die Graubärte scheinen zu glauben, dass ihr das Drachenblut seid. Ich hoffe, sie haben recht. Überrascht? Allmählich werde ich wohl ziemlich gut darin, die harmlose Tavernenbesitzerin zu spielen. Man kann nicht vorsichtig genug sein. Die Spione der Talmor sind überall. Ich habe nicht aus einer bloßen Laune heraus all diese Mühen auf mich genommen. Ich musste sicher gehen, dass es sich nicht um eine Falle der Talmor handelte. Ich bin nicht euer Feind. Ich habe euch bereits das Horn gegeben. Ich versuche euch zu helfen. Ihr müsst mir einfach nur zuhören.
Wie ich in meiner Mitteilung erwähnte, habe ich gehört, dass ihr vielleicht ein Drachenblut seid. Ich gehöre zu einer Gruppe, die schon sehr lange nach euch sucht. Nun, nach jemandem wie euch. Das heißt, wenn ihr wirklich ein Drachenblut seid. Bevor ich euch mehr sage, muss ich sicherstellen, dass ich euch vertrauen kann. Wenn ihr mir nicht vertraut, war es dumm von euch, überhaupt hierher zu kommen. Ich wusste es. Wenn die Graubärte euch für das Drachenblut hielten, würden sie euch schicken. Zumindest sind sie berechenbar. Als ihr hier auftauchtet, wusste ich, dass die Graubärte euch geschickt hatten. Und dass ihr kein Spitze der Talmor wart. Wir erinnern uns an das, was bei den meisten in Vergessenheit geraten ist. Dass das Drachenblut der ultimative Drachentöter ist. Ihr seid die einzige Person, die einen Drachen dauerhaft töten kann, indem sie seine Seele in sich aufnimmt. Könnt ihr es tun? Könnt ihr die Seele eines Drachen in euch aufnehmen? Gut, und ihr werdet bald genug die Chance bekommen, es mir zu beweisen. Ja, wir sind sehr alte Feinde. Und wenn mein Verdacht stimmt, haben sie bei der Rückkehr der Drachen vielleicht ihre Finger im Spiel. Aber das ist jetzt unwichtig. Wichtig ist hingegen, dass ihr vielleicht ein Drachenblut seid. Drachen kehren nicht einfach zurück. Sie kehren ins Leben zurück. In all den Jahren waren sie nicht einfach an einem anderen Ort. Sie waren tot, vor Jahrhunderten getötet von meinen Vorgängern. Nun geht irgendetwas vor sich, wodurch sie wieder zum Leben erweckt werden. Und ihr müsst mir helfen, das aufzuhalten. Tja, vor einigen Jahren habe ich einem Kollegen fast genau das Gleiche gesagt. Wie sich herausstellte, hatte er Recht und ich Unrecht. Ich weiß es eben. Ich habe ihre alten Grabhügel besucht und sie leer vorgefunden. Und ich habe herausbekommen, wo der nächste Drache ins Leben zurückkehren wird. Dort werden wir hingehen und ihr werdet diesen Drachen töten. Wenn es uns gelingt, sage ich euch alles, was ihr wissen wollt. Kühneshain. Dort in der Nähe befindet sich ein altes Drachengrab. Wenn wir dorthin gelangen können, bevor es geschieht, finden wir vielleicht heraus, wie es aufzuhalten ist. Ich muss meine Reisekleidung anlegen. Gebt mir nur eine Minute, dann bin ich soweit. Das ist besser. Machen wir uns auf den Weg nach Kühneshain. Ja. Diese Sachen. Ich aber ganz gerne noch mit. Ordner, ich bin auf Reisen. Ihr übernehmt die Taverne, bis ich zurück bin. Ja. Schneesturms Magika. Okay. Kühneshain liegt in diese Richtung. Ja. Wir können Folgendes machen. Ihr lauft, ich maschen. Schnellreise. Ja, hallo Drachen. Auf legendär und ach nee. Säbelzahn. Danke für deine Seele. Also ein bisschen. Ich weiß nicht, was er dort oben macht, aber ich werde auch nicht darauf warten, es herauszufinden. Wow, die Soldaten sind gerade umgefallen. Ihr habt es ja gerade live miterlebt. Soldaten sind umgefallen wie Spielzeuge.
Okay. Zaubertränke, nicht die ewigen. Da. Was, nur zusätzliche? Regeneration. Klappe. Felix, ihr habt es geschafft. Wartet, etwas geht da vor sich. Ihr Götter im Himmel. Antworten, nicht wahr? Nur zu. Was immer ihr wissen wollt, ich verheimliche euch nichts. Ich bin eines der letzten Mitglieder der Klingen. Vor langer Zeit waren die Klingen Drachentöter und wir dienten dem Drachenblut, dem größten Drachentöter. Seit 200 Jahren, seit dem letzten Drachenblutkaiser, suchen die Klingen nach einer Aufgabe. Nun, da die Drachen zurückkehren, liegt unsere Aufgabe wieder klar vor uns. Wir müssen sie aufhalten. Absolut gar nichts. Ich war ebenso überrascht wie ihr, diesen großen schwarzen Drachen hier vorzufinden. Wirklich? Wo? Interessant. Derselbe Drachen. Verdammt, wir stochern hier im Dunkeln. Wir müssen herausfinden, wer hinter all dem steckt. Genau. Heute kennt niemand mehr auch nur unseren Namen. Wir waren in ganz Tamriel als die Beschützer der Septimkaiser bekannt. Aber diese Zeiten sind schon lange vorbei. Seit 200 Jahren suchen wir nach dem nächsten Drachenblut, um es zu führen und zu schützen, wie wir es geschworen haben. Aber wir haben niemals eines gefunden. Bis heute.
Zuerst müssen wir herausfinden, wer hinter den Drachen steckt. Die Talmoor sind unsere heißeste Spur. Wenn sie nicht selbst dahinter stecken, dann wissen sie zumindest, wer es tut. Die Fraktion, die den Altmeri-Bund beherrscht. Die, die während des großen Krieges vor 30 Jahren beinahe das Kaiserreich zerstört hätten. Es gibt keinen größeren Feind der Menschheit in Tamriel. Das Kaiserreich hat den letzten Krieg kaum überlebt. Die Talmoor haben nicht vor, den nächsten zu verlieren. Nichts Handfestes, noch nicht. Aber mein Gefühl sagt mir, dass es niemand sonst sein kann. Das Kaiserreich hatte Ulfric schon gefasst. Der Krieg war praktisch vorüber. Dann greift ein Drachen an, Ulfric entkommt und schon geht der Krieg wieder los. Und nun greifen die Drachen überall und jeden an. Himmelsrand ist geschwächt. Das Kaiserreich ist geschwächt. Wer außer dem Talmoor hätte sonst etwas davon? Vor dem großen Krieg unterstützten die Klingen das Kaiserreich gegen die Talmoor. Unser Großmeister hielt sie für die größte Bedrohung für Tamriel. Damals stimmte es. Vielleicht stimmt es immer noch. Also bekämpften wir sie im Verborgenen in ganz Tamriel. Wir dachten, mit ihnen hätten wir leichtes Spiel. Wir haben uns geirrt. Wir müssen herausfinden, ob die Talmoor hinter der Rückkehr der Drachen stecken. Wir müssen irgendwie in die Botschaft der Talmoor gelangen. Das weiß ich noch nicht. Ich habe ein paar Ideen, aber ich brauche Zeit, um alles zu organisieren. Treffen wir uns im Flusswald. Wenn ich bei eurem Eintreffen noch nicht zurück bin, wartet auf mich. Ich brauche sicher nicht lange. Behaltet den Himmel im Auge. Die Dinge können nur noch schlimmer werden. Nee, nicht mehr. Ab nach Hrothgar. Oh, ich muss gleich meine Diebesrüstung holen. Na klasse. Bin lautlos und schneller Killung. Okay. Ah, ihr bringt mir das Horn von Jürgen Windrufer. Gut gemacht. Ihr habt nun alle Prüfungen bestanden. Folgt mir. Es ist Zeit, euch in aller Form als Drachenblut anzuerkennen. Ihr seid bereit, das letzte Wort von unerbittliche Macht zu lernen. Da, was so viel bedeutet wie Stoß. Da. Wenn alle drei Wörter kombiniert werden, ist dieser Schrei viel mächtiger. Nutzt ihn weise. Meister Wulfgar wird nun sein Wissen über Da mit euch teilen. Fuss oder? Ihr habt eure Ausbildung abgeschlossen, Drachenblut. Wir würden gern mit euch sprechen. Stellt euch zwischen uns und bereitet euch vor. Nur wenige können der entfesselten Stimme der Graubärte widerstehen. Aber ihr seid bereit. Lehra Krosisan, Brundul, Vodni Balan, Klovranau. Stimme der Graubärte gehört und es unbeschadet überstanden. Hrothgar steht euch nun offen. Gut, damit geht's jetzt weiter mit dem mit der Hauptquest.
aber ich würde sagen, dass ich glaube, euch ist niemand gefolgt. Ich habe einen Plan. Für die nächsten Stream auf oder für die Leute, die das auf YouTube sehen, für die nächste Folge. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ruhig ein Like da. Falls ihr Tipps, Tricks oder Fragen habt, könnt ihr sie ganz gerne in den Kommentaren schreiben. Ja, wenn ihr mal live dabei sein wollt, Link in der Videobeschreibung. Und sonst würde ich mich über ein kostenloses Abo freuen. Dann würdet ihr auch nichts mehr verpassen. Und ich sage dann tschüss, bis zum nächsten Mal.